Grüezi miteinander zu unserer Weiterbildung Spitex und Pflegeheim Graubünden. Es freut mich, dass Sie eingeschaltet haben über Zoom. Wir wollten ja diese Veranstaltung ursprünglich einmal physisch machen. Heute wären wir in Langquart gewesen. Aber wegen der aktuellen Corona-Situation geht das nicht. Und wir haben dann kurzerhand gefunden, wir stellen etwas auf die Beine, wo wir auch online machen können. Wir wollen jetzt nicht nur Wuhai aufmachen und eine riesige Party feiern in unseren sozialen Medienkanälen. Aber man muss sich schon auch bewusst sein, wir sind eher auf der Schiene der Jungen. Und dementsprechend müssen wir uns auch ein bisschen so verhalten. Weil wenn sie das Gefühl haben, wir sind nicht up to date, dann sind wir für sie schon mal als Arbeitgeber oder als Ansprechpartner irgendwie uninteressant. Weil, ja, alt, verstaubt, passt dann nicht mehr so zusammen. Warum sollte man Social Media nicht auslassen? Ich kann Ihnen sagen, Sie sehen hier die Zahlen. 99% der 12- bis 19-Jährigen in der Schweiz. Ich bin mir bewusst, Social Media ist ein gewagtes Feld. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber ich glaube einfach, man kommt heutzutage nicht mehr drum herum. Es ist so ein bisschen wie die Strasse hier zeigt. Es ist so ein welliger Weg. Es hat zum Teil Kurven drin, die man nehmen muss. Es kann einmal easy sein, es kann aber auch einmal wunderschön grün oder farbig sein. Und genau dort können wir eben ansetzen. Nachteil, eben gesagt, gibt es halt eben auch, man muss wissen, was man tut. Man muss sich bewusst sein, man kann nicht zoomen, man sollte nicht zoomen. Es ist ein digitaler Zoom, es verpixelt, es sieht grusig aus. Und das nicht. Man muss schauen, dass Licht rum ist, Ton etc. können wir nachher alles auch noch drauf. Das Wichtigste, was man machen muss, man sich bewusst sein muss, ist eben, man kann nicht zoomen. Wenn ich etwas gross zeigen will, dann muss ich mit meinem Gerät dran her. Und zwar so weit, dass man eben dann nicht unscharf wird. Da hilft eigentlich nur eins. Probieren, was einem gefällt, was gut ankommt. Und dann ist man eigentlich relativ auf der guten Seite, weil auch da, es reißt einem keiner den Kopf ab, wenn es mal nicht funktioniert.